Hallo meine lieben Freizeitstrategen da draußen, herzlich willkommen hier zurück zu Österreich-Ungarn hier in Hearts of Iron 4 im Ironman-Modus. Ja, es ist beim letzten Mal tatsächlich passiert, der unwahrscheinliche Fall ist eingetreten. Wir durften tatsächlich Böhmen zurück zur Krone holen. Wir haben jetzt hier dadurch neue Generäle bekommen, die sehr, sehr gut sein können teilweise. Hier haben wir zum Beispiel einen richtig geilen Offensivgeneral, der jetzt ein Panzeroffizier ist, aber nichtsdestotrotz mega geil in der Offensive. Viel wichtiger sind halt noch solche Dudes wie der hier zum Beispiel, der ist halt noch besser. Das ist ein Offensiv Feldmarschall und ja, ihr seht im Grunde eigentlich, was Böhmen hier alles zur Verfügung hat, ne? Also der Junge hier ist zum Beispiel im Winter ziemlich geil, der hier ist einfach nur gut bei Planungsgeschwindigkeit und Offensive. Ich nehme jetzt tatsächlich ihn hier als allererstes jetzt hier rein. Dann nehme ich statt ihm hier tatsächlich diesen anderen Tschechoslowaken, ihn hier rein. Einfach Leute, die richtig gute Werte haben. Und dann nehme ich ihn hier noch mit rein. Und ich schaue gerade eben mal, ne? Wir können noch eine ganze Menge mehr Leute ins Feld stellen. Deswegen fangen wir jetzt hier wieder an. Oh, ich habe hier noch jede Menge Templates, die ich nicht mehr brauche. Wahnsinn. Sehr viele Templates, die ich nicht brauche. Ja, also ich werde jetzt hier tatsächlich bis auf den da und bis auf den da alle zu meinem Standard-Template machen. Und dich mache ich zum anderen Alpendivisions-Template. Was ist mit euch? Euch mache ich auch zu meinem Standard-Template. Und jetzt kann ich nämlich noch mal ein paar andere Templates einfach tatsächlich dadurch löschen, die ich jetzt nicht mehr brauche. Panzer werden wir nicht brauchen, die werde ich eigentlich gar nicht herstellen. Das hier brauchen wir auch nicht. Das hier brauchen wir nicht. Und ich bin am überlegen, ob ich eine zweite, ein zweites Infanterie-Divisionsgedöns haben will für eine Offensivinfanterie. Aber das ist alles noch ein bisschen Zukunftsmusik. Auf jeden Fall wird jetzt erstmal noch mal eine weitere Armee von uns jetzt hier ausgebildet für den Kollegen da. Und jetzt heißt es erstmal warten, bis wir hier Siebenbürgen von. Wir werden es nicht auf einen Krieg ankommen lassen. Definitiv nicht. Das ist nicht mein Plan. Ich hoffe einfach, dass sie uns ein bisschen was geben. Wir müssen diesen Fokus einfach nur durchmachen. In der Hoffnung, dass wir ein bisschen was schon mal von ihnen geschenkt bekommen. So, Militärpolizei wird jetzt auch schon mal erforscht, denn wir werden hier Länder besetzen in Jugoslawien. So, und wir fordern jetzt Siebenbürgen. Das ist das hier. Wobei ich jetzt ernsthaft im Überlegen bin, ob es nicht vielleicht sogar schlau wäre, falls es doch zum Krieg kommt. Wobei ich eigentlich nicht vorhabe, dass es zum Krieg kommt. Dass wir uns da einstellen. Wie viele Waffen haben wir eigentlich? Oh, ist das gut. Ey, wir haben halt einfach alles bekommen, ne? Wir sind einfach gerade eben einfach nur gesegnet. Wir sind einfach nur gesegnet gerade eben. Das ist so gut. Mit einer Armee von 668.000 Mann im Feld. Das ist halt schon der Wahnsinn, ne? So, Spanien hat tatsächlich den Bürgerkrieg gewonnen. Mal wieder, dass das denen nicht langweilig wird. Mal schauen. Flugzeuge, Luftnahunterstützung. Wisst ihr was? Wir machen auch ein bisschen Luftnahunterstützung an der Stelle. Wir ändern das jetzt hier gerade eben nochmal ein bisschen ab. So, da, da. Das ist genau das, was der Doktor verschrieben hat. So, du kannst jetzt hier tatsächlich auf das da gehen und du ebenfalls auf das da. Ja, sie haben den Bürgerkrieg endgültig gewonnen. War ja klar. War nie in Frage, die Situation im historischen Modus. So, wir sorgen dafür, dass... Ah, nee, das ist... Wobei, das geht eigentlich. Das geht eigentlich. Ja, die sollen schneller konstruieren. Wir holen uns diesen Wirtschaftsbonus. So, Siebenbürgen fordern. Die Armee von denen dürfte ziemlich unterlegen sein, uns gegenüber. Meine Armee im Felde ist im Grunde komplett aufgestellt. So, ich kann jetzt hier nochmal etwas machen. Oh, ich realisiere, dass ich wieder Dinge tun kann. Okay, das heißt, wir werden jetzt wieder 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2... 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das da machen. Und danach nochmal ein bisschen hier und
Da hinten. Das sind halt die Länder, die dann später überrollt werden von den Deutschen. Wir müssen uns halt einfach darauf einstellen, dass der Deutsche hier und der Italiener halt richtig hart Druck macht, ne? Deswegen mache ich das hier gerade eben so. Ich mache jetzt hier noch einen Kriegswissenschaftler. Das wäre an und für sich, glaube ich, ganz gut, ja. Für später. Und auch für jetzt eigentlich auch schon. Rumänien weigert sich, Siebenbürgen abzutreten. Das machen die immer. Deswegen sagen wir, dieses Mal sind sie zu weit gegangen. Dadurch bekommen wir einen geilen Bonus, nämlich den Nationalgeist Kriegsvorbereitungen. Und dadurch kann ich nämlich jetzt hier. Halt, nee, das machen wir nicht sofort. Marsch an die Küste schon mal vorbereiten. Und jetzt warten wir. Da wird es nämlich jetzt hier gleich den Versuch an der Mediation geben. Na, Rumänien weist ungarische Forderungen zurück. Das ist genau das, währenddessen Deutschland das Memelland beansprucht. Und jetzt kommt der Wahl eines Mediators. Ich wähle meistens Italien. Und wir bekommen sieben. Wow! Das hat's noch. Das ist noch nie passiert. Die haben mir alles gegeben. Okay. Es sind soeben Dinge passiert, meine Damen und Herren. Das ist noch nie passiert. Ohne Witz. Das ist absolut noch nie passiert. Wir machen jetzt folgendermaßen etwas, Leute. Aufgrund der Tatsache, ich mache zwar jetzt gerade eben schon diesen Kriegsgrund, aber es wird so oder so 110 Tage dauern. Egal, was ich mache. Ich brauche nur ganz, ganz kurz noch ein bisschen mehr Political Power. Ach so. Nee, daher ich alles bekommen habe, was ich wollte. Rumänien tritt Siebenbürgen ab. Ist das eigentlich jetzt Kernland oder ist das besetztes Gebiet? Das ist besetztes Gebiet, okay. Also da bekomme ich jetzt momentan noch keine Kernbevölkerung her, wie ihr seht. Aber das ist immerhin auch schon mal gar nicht so schlecht. Kann ich jetzt hier eigentlich die schnelle Division? Nee, das wird gerade eben erst noch gemacht, okay. Hier kann ich jetzt tatsächlich die Pioniere reinklabastern und die Kavallerieaufklärung. Das ist schon mal ein guter Anfang. Ja, und wir werden jetzt hier wahrscheinlich dann gleich Krieg führen. Übertrag von Craiova. Kriegsziel rechtfertigen. Ne, wir warten jetzt echt, bis das hier durch ist. Marsch an die Küste. Ey, ich war noch nie so nah dran, Leute. Österreich-Ungarn. Also das ist pures Glück. Wir haben alles, was wir brauchen. Es muss nur noch Jugoslawien von uns überrannt werden. Und dann haben wir die Möglichkeit, alles zu einem Kernterritorium zu machen. Ah, ja, Entschuldigung. Das Lustige ist, dann könnt, wenn ich das habe, dann ist es egal. Dann habe ich nämlich das Achievement. Und dann könnte ich sogar noch hergehen und sagen, ja, Deutschland, nimm ruhig das Sudetenland. Hauptsache, ich habe mit dir keinen Krieg, wenn ich ihn nicht will. Naja, warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Wie viele Fabriken habe ich eigentlich? 26. Ja, die machen aber auch genau das, was ich will. Die sollen hier mal ein bisschen bauen. Man darf eine Sache nicht vergessen. Das hier ist die Schwachstelle an diesem ganzen System. Das haben die Entwickler entweder absichtlich vergessen oder versehentlich. Jetzt bin ich niemand, der jemand was unterstellt. Nein. Auf gar keinen Fall. So, wir machen das so. Wir haben jetzt ja gleich die Möglichkeit, Kernlandbeanspruchung zu machen. Da sind jetzt die nächsten Einheiten. Die werden jetzt ebenfalls zu Standardinfanterie. Und jetzt haben wir sage und schreibe halt echt 768.000 Mann im Feld. Und es werden mehr werden. Die vierte Internationale findet statt. Marsch an die Küste. Jawollo. Wir machen jetzt erstmal hier nichts weiter. Wir machen jetzt erstmal Wirtschaft. Ihr werdet es nicht glauben, aber wir machen Wirtschaft. So, wir machen jetzt Kernprovinzen zurückerobern. So. Dauert 110 Tage. Schneller geht's nicht. Aber es wird reichen. Es wird reichen. 110 Tage ist sowieso. Also egal, was man macht, es kann nicht schneller gehen. Und ich bin ernsthaft im Überlegen, ob ich jetzt tatsächlich. Ja, ich mache es in der. Komm, wir machen jetzt einfach hier. Statt Juk, keine Ahnung, nennen wir ihn. Komm, wir nennen ihn einfach Otto. Genau. Das ist Otto. Unser Nachrichtendienst für den Kaiser. So, da la, so, da la, so, da la.
Militärpolizei ist jetzt endlich erschaffen. Wir holen uns mehr Unterstützungswaffen. Und der Reim war eigentlich gar nicht mehr absichtlich. Was möchte ich denn als nächstes machen? Jetzt kann ich hier noch Flugzeugkonstruktion machen. Ich mache leichte Flugzeuge. Dann kann ich jetzt endlich hier bei der schnellen Division da die Militärpolizei reinnehmen. Für mehr Unterdrückung. Da ist ja, glaube ich, auch die schnelle Division drin. Genau, passt. Es fehlt halt leider noch ein bisschen an Manpower, um die volle Unterdrückung hinzubekommen, ne? Aber deswegen mache ich jetzt halt auch den Geheimdienst. Damit ich den Leuten sagen kann, geheim, du brauchst ja nicht protestieren. Entschuldigung. So, noch ein bisschen mehr Luftnahunterstützung. Wir rufen zum Krieg gegen Jugoslawien auf. Wir werden einfach das gesamte freaking Land einfach versuchen zu nehmen. So, da la. Bauwesen 3 ist abgeschlossen. Als nächstes machen wir ja das da. So, der Otto ist gebaut. Wir werden nun auf Partisanenabwehr gehen. Wir brauchen das sowieso gegen Deutschland. Das ist sehr, sehr wichtig. Dieses System. So, noch 2 Militärfabriken werden gebaut. Danach werden wieder Bunker gebaut. Ja, das ist klar. Noch eine weitere Militärfabrik. Sag mal, was mache ich denn jetzt damit? Luxusprobleme. Man könnte tatsächlich Transportflugzeuge machen, aber die Frage ist, wozu? Ich habe ja noch keine Paraglider oder sowas in der Art und ich werde eh nicht die Lufthoheit hinbekommen. Deswegen lasst es einfach mal noch mehr Waffen sein. So. Ey, also ohne Witz, das ist der purste Glück. Das ist, glaube ich, dieser Fall von 1%, dass das alles klappt, Leute. Es ist so unfassbar unwahrscheinlich, aber es hat tatsächlich mal geklappt. Ich bin selber gerade eben total Feuer und Flamme. Wir nehmen dich da und du machst jetzt hier Widerstand ausmerzen hier. Nein, warum machst du das da? Genau. So, Partisanenabwehr machen wir gleich auf die nächste Stufe, weil das erhöht dann noch seine Möglichkeiten, hier die Partisanenabwehr durchzudrücken. So. Wie lange dauert es noch? Nicht mehr allzu lange. Also der Krieg gegen Jugoslawien ist eigentlich Makulatur. Das ist kein Problem normalerweise. Vor allem jetzt nicht. Nicht mit der unglaublichen Kampfkraft, die wir jetzt hier durch den kompletten Anschluss all dieser Länder jetzt hier hinbekommen haben. So, ich spare mir gerade eben die Punkte, die restlichen. So, die Partisanenabwehr ist gemaxt. Wir machen als allernächstes Abteilung bilden. Ich möchte Deutschland entschlüsseln. So, gleich haben wir den Kriegsgrund. Da ist er. Wir erklären den Krieg. Und sagen dann mal Go. So, es gibt keine Übereinkunft von Bled mehr. Unterstützungswaffen sind geforscht. Wir haben dadurch nochmal einen kleinen besseren Bonus. Problem ist bloß, wir kämpfen halt jetzt hier gegen einen unterlegenen Gegner. Deswegen ist es für uns eigentlich nicht gestattet, uns hier weitere Boni zu holen. Was ich jetzt leider nicht machen kann, ist das da. Wir lassen die jetzt einfach hier ganz, ganz normal angreifen. Ihr seht auch, wir drücken jetzt hier so nach und nach rein, ne? Das ist jetzt eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis das jetzt mit Belgrad und Co. passiert ist. So, noch mehr wirtschaftliche Investitionen. Ich mache mal tatsächlich die Funkortung, kann man auch mal machen. Warte mal, jetzt gehe ich als auf das da, das ist als nächstes sehr, sehr wichtig. Es fehlt mal wieder Stahl, den hole ich mir wieder aus der Sowjetunion.
Urbanisierung ist auch gleich durch. Was mache ich denn jetzt noch? Bodenunterstützung. Ja. Gut. Ja, also wie gesagt, Jugoslawien wird einfach von uns gefressen. Jetzt können wir uns unser nächstes Forschungsteam holen. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Jetzt ist es vorbei. Jetzt können wir auf aggressiv stellen, Leute. Jetzt stellen wir auf aggressiv, dann ist es vorbei mit ihnen. Einfach nur instant vorbei. Das funktioniert aber nur so gut, wenn man halt wirklich, wenn das wirklich alles klappt, Leute. Nur dann. Und das, ich habe jetzt halt wirklich jetzt, glaube ich, das ist der 14. oder 15. Versuch. Also mit aufnehmen. Ich habe es geschafft. Alle Regionen erobern. Vorbei. So. Und es ist die einzige Frage, was... Ich kann das Reich integrieren. Ich kann es. Ja. Ich habe es getan. Oh. Ich habe es getan. So. 46 Millionen Kernbevölkerung, meine Damen und Herren. Das ist Österreich-Ungarn. I did it. Österreich-Ungarn als Reich, alles Kernbevölkerung. Und jetzt bleibt eigentlich nur noch eine einzige Frage übrig. Wie wird Deutschland darauf reagieren? Das ist alles, was jetzt hier momentan noch im Grunde jetzt im Kern noch zu diskutieren ist. Deswegen ende ich jetzt hier auch auf diesen Typen da. Der hat hier maximale Verschanzung plus 30. Der ist extrem gut, was das angeht. Der Typ hier hat noch leider kein Level up. Ich guck gerade eben mal. Ich brauche jetzt hauptsächlich Leute mit gutem Verteidigungswert. Ja, aber ich habe keine mehr mit besserem Verteidigungswert. Die sind alle schon im Feld. Okay, also das sind meine besten Verteidiger, die ich habe. Dann nehme ich jetzt hier nochmal einen mit Angriff. Der beste, den ich habe, okay. Denn es gibt jetzt wichtige Dinge zu tun. Wir müssen diese Gebiete hier absichern vor Italien, die schlicht und ergreifend versuchen werden, unser Land zu erobern. Die werden das nicht einsehen. Also Italien wird es nicht einsehen und auch Österreich wird es nicht, Deutschland wird es nicht einsehen, dass das eigentlich unser Land ist. Und darauf bereite ich mich jetzt geistig vor. Indem wir unsere Truppen da jetzt hinstellen. Ich sag mal, ihr geht dahin. Ihr geht dahin. Und ihr geht dahin. Ihr geht. Ja, ihr habt eure Befehle, wie ich gerade eben sehe. Gut, dann macht mal hinne, Freunde. Besser auf diese Art und Weise. Denn dann verbraucht ihr wenigstens kein Equipment und werdet auch nicht so leicht verschleißen. So, es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, Freunde. Dass das jetzt hier gerade eben hingehauen hat. Ich fass es einfach nicht. Das ist so gut. So. Das Komische ist bloß, dass ich anscheinend das Achievement trotzdem nicht bekommen habe. Ich muss gerade mal scrollen. Also ich kann... Nee, das habe ich ja schon. It's hungry. Nee, warte mal. Oder habe ich den jetzt bekommen? Und ich habe es einfach nur nicht angezeigt bekommen? Weiß es nicht. Weiß es nicht. Guck gerade eben. Listen very carefully, I shall say this. Nee, das ist abgeschlossen. Verfügbar. Stage the Warsaw Uprising. Polen. Nee, nee, nee. Jugoslaw. Nee. Auch nicht? Egal, ich dachte, es wäre ein Achievement, aber wir haben es geschafft. Wir haben jetzt eine Kernbevölkerung von 46 Millionen Leute. Also viel geiler kann es kaum mehr werden. Jetzt gucken wir mal hier in diese Gebiete. Ihr seht, da geht es hier ganz, ganz viel runter, weil das ist alles hier Kerngebiete sind. Das Einzige, was kein Kerngebiet mehr ist, ist tatsächlich das da. Da packe ich jetzt den da rein, um die hier zu befrieden, die Leute. Das ist Österreich-Ungarn, Leute. Wir haben es geschafft. Flächentechnisch größer als Deutschland. So, verteilte Industrie ist geschafft. Was machen wir als nächstes?
Das hier mache ich nicht. Das hier wäre eine Idee, um die Gebirgsjäger zu verbessern. Ne, wir werden uns noch mehr eingraben ab jetzt. Und. Ah, okay, wir haben noch gar nicht den nächsten möglichen Pfad. Ey, ohne Witz, ich bin gerade so begeistert, dass das geklappt hat. Das ist. Es ist der Wahnsinn. So, schau sie auf Flieger. Ass. Ja, wenn man die Punkte hat, kann man es machen. Aber ich warte es lieber mal. Ich spare die Punkte an, denn es kann zu einem Krieg kommen. So, und ich will jetzt hier momentan einfach auf Nummer sicher gehen. Kryptologie Deutschland. Wir machen hier weiter. Ich möchte Zivilwirtschaft infiltrieren können. So, dann meine Flugzeuge da vorne hin. Bitte verlagert euch. Gut. Meine Männer müssen jetzt erstmal ins Feld gestellt werden. Ich habe jetzt 1,16 Millionen, die ich potenziell ins Feld stellen kann. Es sind noch nicht alle im Feld. Das dauert noch ein bisschen. Bilde auch gerade eben nicht aus, was wahrscheinlich ein Fehler ist. Also ich bilde aus. Ich will nochmal eine Armee haben. Ja, die sollen in Wien rauskommen. Spilly sieht direkt einfach aus. So, wir haben zwei weitere Forschungsmöglichkeiten. Wir machen jetzt hier das Gyor-Programm für mehr Forschungsgeschwindigkeit. Dann bessere Waffen, auf jeden Fall. Das hier ist noch ein bisschen zu früh. Das hier ist noch ein bisschen zu früh. Ressourcen. Ich muss mal gerade mal gucken. 10% mehr Ressourcen würde bei uns bedeuten. Schon eine Menge. Schon eine Menge. Lass das mal machen. Ja, es ist passiert. Zock unterwirft sich Italien. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie uns hier trotzdem haben wollen. Es wäre das erste Mal, dass Italien uns hier nicht haben will. So, wir bauen hier weiterhin diese ganzen Teile hier auf. Spiel ruckelt. Bitte nicht abstürzen. Ja, ihr seht ja, was jetzt hier los ist, ne? Ich muss jetzt hier nochmal einiges nachholen. Aber das tun wir natürlich auch. Das hier kommt alles nach unten. Eines nach dem anderen wird jetzt hier gebaut. Nächste Zivilwirtschaft. Eins, zwei, drei, vier. Jetzt brauche ich noch eine weitere. Immer die diplomatische Ausbildung. So. Wie findet uns jetzt eigentlich die Welt? Wahrscheinlich Kacke, weil wir zu viel Spannung generiert haben. Ja. Ich habe zu viel Spannung generiert und deswegen finden uns alle doof. Aber hey, ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Es ist der Wahnsinn. So, jetzt müssen wir bloß hoffen, dass wir es auch schaffen, uns gegen Deutschland zu verteidigen, wenn sie dann tatsächlich kommen sollten. Uns fehlen immer noch hier. Diese Teile da, das ist echt uncool. So, jetzt kann ich eigentlich sogar hergehen und das hier löschen. Das brauche ich nicht mehr. Und der Rest ist einfach jetzt hier nochmal eine Runde warten. Auf das, was da kommen möge. So, die diplomatische Ausbildung ist gemacht. Wir bekommen einen weiteren Agenten. Nun möchte ich, ja, die. Deutschland noch schneller entschlüsseln, weil wenn wir das haben, bekommen wir fette Boni. Jeder Bonus, den wir bekommen können, ist es wert. Wir haben leider keine Level-Ups gemacht bis jetzt. So, Funkortung. Wir sollten auch ein paar Funkmasten bauen. Ich mache jetzt hier mal weiter damit. So, was macht Deutschland gerade eben? Luftfahrt-Innovation. Soll mir recht sein.
Besonders ihre Beziehungen mit ja, Rumänien. Das war klar, dass das passiert, weil Rumänien wird auf jeden Fall Stress machen. Die werden vielleicht sogar noch mal ein Stückchen abgeben. So, und ein weiterer Agent steht uns zur Verfügung. Dann nehme ich doch mal dich. Und wir machen dasselbe hier weiter so. Wo packe ich jetzt sie hier hin? Ich denke, ich mache mal diplomatischen Druck bei. Nee, diplomatischer Druck bei England ist ziemlich sinnlos. Ich schicke dich nach Deutschland zum Analysieren der Situation. So, Italien ist den Achsenmächten beigetreten. Und wir haben die Entscheidung jetzt zu überlegen, was wir machen wollen. Wir können diesen Weg gehen. Das bringt uns einige Militärfabriken. Oder wir können diesen Weg gehen. Es gibt uns viele Zivilfabriken und dann auch vor allem noch jede Menge Stahl und Aluminium. Ich wähle deswegen diesen Weg hier. Ein bisschen Selbstständigkeit in Sachen Industrie ist immer gut. Okay, Leute. Was auch immer als nächstes passiert. Ich bin zufrieden. Ich habe das geschafft, was ich schaffen wollte. Wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich sag dann mal, danke für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, schöne Zeit, ne? Tschüss und Ade.